Wer öfter schon bei meinen Seminaren weiß, dass irgendwann im Laufe des Tages mal die sogenannten Arbeitsgruppen anstehen. Das heißt, dass endlich mal das aufhört, was wir immer in dieser Konfrontation erleben und dass mehr das Miteinander auch geübt wird, das Miteinanderreden, das Miteinandererarbeiten von bestimmten Dingen. Und zwar sind diese bestimmten Dinge immer Belehrungen des Buddha selbst. Und die Übungen, die wir bisher gemacht haben, speziell jetzt das letzte, zielen darauf, einen bestimmten meditativen Zustand zu erreichen, den der Buddha als sehr heilsam empfiehlt. Und ich habe einen Text herausgesucht, in dem der Buddha selbst ganz kurz diesen meditativen Zustand beschreibt. Und ich möchte nicht gleich von mir aus sagen, und der Buddha meint das und das und das und das, sondern ich wollte euch bitten, diesen Text zu lesen und miteinander zu besprechen. Was steht da? Was kann man diesem Text entnehmen? Was gibt der Erwachte da an Anleitung? Und dass wir uns danach wieder im Plenum zusammenfinden, um darüber zu reden, auszutauschen, was haben wir aus diesem Text herausgeholt, was sind unsere Erkenntnisse und was sind unsere Fragen dazu. Das Ganze ist eine Seite lang, aber das ist viermal dasselbe in vier unterschiedlichen Übersetzungen. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich uns immer wieder auch deutlich machen will, wir haben die Buddha-Worte nicht direkt, wir haben sie immer nur vermittelt. Vermittelt schon deshalb, weil der Buddha nicht lebt, sondern wir aus der Tradition diese Texte, diese Belehrungen über uns und auf uns gekommen sind. Aber wir haben auch das Buddha-Wort ja nicht in seiner Sprache, beziehungsweise in unserer Sprache. Das muss man immer wieder übersetzen, sozusagen in unseren, ja, Sprachgebrauch. Und das ist mit Schwierigkeiten verbunden, weil jeder Übersetzer was anderes liest und was anderes übersetzt. Deshalb ist mein Anliegen ein bisschen, dass wir ein Gespür dafür kriegen, was ist die Sache selbst und wofür stehen die Worte. Deshalb hier diese vier Varianten, um da schon ein bisschen vielleicht selbst zu sehen, ja, um was geht's denn in der Sache, was sind die Worte und was ist ja dieser meditative Zustand, um den es geht selbst. Das ist die Botschaft. So, jetzt sind wir so Mitte 30 Personen, Kopfrechnen. 4 mal 8, wie viel sind das? 32. Ja, stimmt das? Ja. Dass wir uns vielleicht in Gruppen zusammenfinden von etwa 8, 9 Leuten, dass wir uns da zusammenrotten, jeweils in einer Ecke. Ich verteile dann die Texte und komme auch zu den einzelnen Gruppen immer mal dazu, setze mich mit hin und merke und höre, was besprochen wird, und da können wir schon vor Ort ein bisschen miteinander kommunizieren. Vielleicht mal ganz grob, diese Runde hier, 8, 9, bleibt hier. Ja? Ihr rückt da nur ein bisschen zusammen. Dann ganz am anderen Ende, ja, links hinten von mir aus, auch so 8, 9 Leute, die sich dort zusammenfinden. Dann die rechte Portion geht nach draußen in den Speiseraum, setzt sich da an einen Tisch. Und dann haben wir den vorderen Teil, der setzt sich am besten gleich da gegenüber, wo die bequemen Sessel sind. Oder tauscht euch aus. Ja, aber diskutiert nicht länger als eine halbe Stunde, wer wo sitzt. Es lohnt nicht. Ja. Verstanden, um was es geht. Und ich würde dann irgendwann mal den Gong schlagen, damit wir wissen, jetzt treffen wir uns wieder hier. Und dann können wir uns darüber austauschen, was die letzte Dreiviertelstunde passiert ist. Ja, haben wir das soweit? Gut, dann braucht ihr nur noch das schwarz gedruckte, bitte eins nehmen und dann schön damit weiterreichen. Eine Stunde harter Arbeit liegt hinter uns. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr berichtet, was ihr herausgefunden habt, oder ihr sagt, was eventuell an Fragen noch übrig geblieben ist. Ich habe ja ein bisschen sowas mitgekriegt. Auf der rechten Spur wart ihr alle. In der einen Gruppe ging es mehr in die Verästelung dann hinein und manchmal war in der anderen Ecke ein anderes Detail wichtig. Das ist so.
Und jetzt wäre die Gelegenheit, uns darüber mal auszutauschen und das, was noch offen ist, ein Stück weit wenigstens auszuräumen. Wer möchte was sagen? Annette, bist du Protokollführerin bei euch gewesen? Eine offene Frage tauchte bei uns auf. Kann diesen Zustand nur ein Mönch erreichen oder theoretisch auch wir im Waldhaus? Also überspitzt formuliert, kann dieser Zustand auch von Laien erreichen werden? Also es gibt, wenn man im Kanon diese Frage mal nachgeht, an verschiedenen Ecken Leute, die Laien sind, mit dem Buddha reden und sagen, lieber Buddha, ich erreiche alle 4 Vertiefungsstufen. Nicht nur diese erste, sondern alle 4. Und der Buddha sagt, das ist prima. Heißt, dass diese Art von Erfahrung jeder machen kann. Nur, wenn du in einem Haus lebst mit 5 Kindern zusammen, 3 Hunden, einem stressigen Beruf und Nachbarn, die dich nerven, dann ist es relativ schwierig, diesen Zustand zu erreichen. Aber wenn du zurückgezogen lebst, äußerlich, innerlich, nicht diese Übungen, die wir heute mal so testweise gemacht haben, kontinuierlich in dein Leben einbaust, dann kannst du diese Zustände erreichen. Wobei das eher theoretisch ist. Ja, also ich habe diese Frage vor genau 20 Jahren dem ehrwürdigen Janaponika in Sri Lanka mal gestellt. Soll man das als Westler üben? Und da hat er gesagt, eure Lebensweise ist viel zu hektisch. Ja, das schafft ihr nicht. Übt lieber Achtsamkeit. Übt lieber Sati. Ja. Also ich denke, man kann beides machen. Es kommt ja auch sehr darauf an, wie man veranlagt ist. Wenn man ein Gemütstyp ist, wenn man mit seinem eigenen Inneren vertraut ist, wenn man damit arbeitet, wenn man auch ein eher gesettelter, ruhiger Mensch ist, dann kann man in diese Richtung gehen. Man muss ja auch nicht sofort die tiefsten Heiligtümer der buddhistischen Praxis betreten. Es gibt ja auch das, was sich angrenzende Sammlung nennt. Ja? Wo man in der Meditation merkt, ich komme in diese Richtung hinein. Das ist doch schon mal viel wert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es hängt nicht vom äußeren Status ab, ob man das erreicht, sondern es hängt von dem inneren Status ab, ob man da hineinwachsen kann oder ob einem das auf Dauer verschlossen bleibt. Was heißt angrenzende Sammlung? Klingt jetzt wie ein Fachbegriff. Ist ein Fachbegriff, ja. Sammlung heißt ja hier. Ein Zustand, ein meditativer Zustand, der dadurch gekennzeichnet ist, das habe ich übrigens nirgends gehört, der dadurch gekennzeichnet ist, dass alle 5 äußeren Sinne für diese Zeit still sind. Das heißt, in diesem meditativen Zustand wird man weder etwas sehen, noch etwas hören, noch etwas riechen, noch etwas tasten, sondern völlig sozusagen aus dem inneren Erleben heraus leben. Mit den Eigenschaften, die genannt sind. Denken gibt es noch. Und diese Gefühle, diese angenehmen Glücksgefühle, die gibt es noch. Aber die äußere Welt ist für diese Zeit wie weg. Das heißt Sammlung. Das ist eine Sammlung. Ja, man geht nach innen. Man lässt die Vielfalt der Welt beiseite und geht in die Einigung, kann man auch sagen. Einigung, eins werden. Und angrenzende Sammlung ist einfach in die Nähe kommen. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Man kann aufhören, was zu sehen. Das ist relativ einfach, wenn man die Augen zumacht. Ja? Man kann auch aufhören zu hören und vielleicht dann doch noch irgendwas zu tasten oder umgekehrt. Also das sind ja alles keine Sprünge, wo man dann von 0 auf 100 irgendwie hüpft, sondern das sind ja alles mehr oder weniger Übergänge. Und angrenzende Sammlung heißt, dass man sich vom Erleben her in diese Richtung entwickelt. Und das wäre so eine Art erste Perfektionsstufe, die hier genannt ist. Also wir hatten das ja eben schon, eben kurz gesagt, 4 Stufen. Ja. Ich bin ja noch unbedarft. Vielleicht kann ich die mal, könntest du uns die mal sagen. Ich weiß nicht, ob die anderen das wissen. Und die letzte Stufe, weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, war, dass die absolute Ruhe ist, sodass der Geist
die Entwicklung des Geistes bei uns besser wahrgenommen werden können. Ja. Das ist die letzte, die vierte dann wieder. Ich will es mal so versuchen. Also alle diese Stufen, die hier beschrieben werden, sind ja Stufen. Ich habe in einer Gruppe auch hingewiesen, dass dieser Text beginnt mit weiter so dann. Das deutet darauf hin, dass diesem meditativen Zustand schon vieles an Training vorausgegangen ist. Ich habe gestern vom achtfachen Weg gesprochen. Also geht vieles voraus, dass man überhaupt in die Nähe dieser meditativen Übung und Erfahrung kommt. So, und alles, was davor und danach eintritt, sind immer Prozesse, wo das mehr Gröbere aus dem Leben herausgeht und das Feinere, Subtilere, Stillere einkehrt. Und hier wird ein Zustand beschrieben, wo zunächst etwas wegfällt, was uns den ganzen Tag umgibt, die sogenannte Welt. Nicht? Mit der Welt sind wir dauernd konfrontiert. Wir erleben ja nur Welt und uns selbst. Und hier fällt dieser ganze Block von Welt weg und wir sind sozusagen konfrontiert mit unserem Inneren. Und da wird gesagt, wenn ihr den Text näher anguckt, dass zu diesem inneren Zustand fünf Dinge gehören. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Um in diesen Zustand hineinzukommen, müssen fünf Hemmungen wegfallen, die verhindern, dass man das erlebt. Die erste Hemmung ist sinnliches Verlangen. Wenn ich an der Welt da draußen interessiert bin, ja, dann ist der Geist darauf gerichtet. Wenn ich Aversion gegen irgendetwas und irgendjemand habe, dann ist auch mein Geist darauf gerichtet. Wenn ich zu sehr in innerer Lethargie bin, naja, meditieren ist schon wichtig, aber morgen, dann komme ich auch nie in diesen Zustand. Wenn ich innerlich sehr aufgeregt bin, ja, wenn es da immer abgeht in mir, viele Gedankenwirbel, dann komme ich auch nicht in diesen Zustand. Und wenn ich existenzielle Zweifel habe, ja, geht das gut, kann man die Daseinsprobleme überhaupt lösen, wusste der Buddha überhaupt den Weg, ist das heute noch aktuell? Also wenn einem das bewegt, ist man auch ausgesperrt von diesen Erfahrungen. Das werden die fünf Hemmungen genannt. Also ist diese meditative Erfahrung nur möglich, wenn diese fünf Hemmungen oder Hindernisse weg sind. Und wenn dieser Zustand eintritt, wird er ebenfalls gekennzeichnet von fünf Dingen, die jetzt da sind. Das erste ist Denken und Überlegen. Das heißt, die geistigen Prozesse des Denkens sind noch da, aber auf einer feineren, subtileren Ebene, als wir das aus dem Alltag kennen. Das sind zwei Dinge. Das dritte ist Piti. Das ist ein Gefühl. Und zwar ein sehr starkes geistiges Gefühl, ein Glücksgefühl, das die alten Christen immer den inneren Jubel genannt haben. Aus dem Wort geht schon hervor, das ist etwas sehr Dynamisches, sehr Heftiges. Und es wird als viertes Element genannt, das dann noch Sukha ist, Wohl. Das ist etwas, was aus dem körperlichen Bereich kommt. Und das fünfte Element, das genannt ist, ist Einheit des Herzens. Ja? Das heißt, der Zustand der Bezogenheit nach innen. Und wenn diese fünf da sind, dann ist dieser erste Faktor, diese erste Stufe der Jhanas, der Versenkungen, erreicht. Etwas, was den westlichen Menschen geradezu unbekannt ist heutzutage, weder vom Verständnis noch von der Praxis. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Das ist nur ein Entwicklungsprozess, der so sehr weitreichend ist, aber selbst noch fortgesetzt werden kann. Mit oder in den nächsten drei Stufen, die dann folgen. Also in der zweiten Versenkungsstufe fällt das Gröbste weg. Nämlich das Denken und das Überlegen, also die geistige Tätigkeit. Und es bleibt übrig, dieses Gefühl der geistigen und der körperlichen Freude. In der nächsten Stufe fällt wiederum das Gröbste weg und das ist diese dynamische Freude. Das ist einem dann viel zu hektisch. Das ist mir zu wild. Ich will mehr zur Stille kommen. Bleibt dieses körperliche, stillere, feinere Wohl übrig.
Und es kommt mit auf das, was wir heute als Achtsamkeit kennengelernt haben. Das genaue Hinschauen, das bloße Hinschauen auf das, was ist. Und in der vierten Stufe, das wäre sozusagen die Krönung dieses Entwicklungsweges, da dominiert Gelassenheit, Gleichmut, Upeka, nicht gleicher Mut, nicht mehr irritiert sein von irgendwelchen Emotionen, sondern einfach, sagen wir, das Schweben über den Dingen, sei es mal ein bisschen bildhaft. Es kann einem nichts passieren. Man ist völlig unirritierbar. Und warum das Ganze? Ja, weil der Geist in diesem Zustand erst in der Lage ist, wirklich die Realität so zu sehen, wie sie ist. Wenn ein solcher Geist erkennt, alles ist vergänglich, hat der gar keinen Schock. Aber warum auch nicht? Was tangiert mich ja alles gar nicht. Wenn jemand in sich alles hat, was er oder sie braucht, dann kann die Welt auch theoretisch untergehen. Da wäre gar kein Verlust. Es wäre nur Verlust von etwas, was ohnehin nur nervig ist und nichts taugt. Also das in groben Zügen jetzt, wie diese Entwicklung verläuft. Es geht erstens von außen nach innen. Und wenn man innen angelangt ist, von gröberen zu immer feineren Zuständen, auch zu Zuständen, die immer mehr an Wohl mit sich führen. Und dann kommt vielleicht ein kleines Paradox, dass im vierten Jhana, also in der vierten Versenkungsstufe, auch jedes Wohlgefühl aufhört. Und da zucken dann viele zurück. Das bitte nicht. Ja, alles soll wegfallen, aber das Wohlgefühl nicht. Das wird auch mal gefragt, nicht? Der Sariputta wird mal gefragt, wie kann denn das sein, dass da Wohlgefühl wegfällt und soll trotzdem was Tolles sein? Da sagt er, das ist ja gerade das Prima daran, dass auch das noch wegfällt. Ja? Warum? Das ist etwas, was man sich kaum vorstellen kann, dass auch das höchste Wohlgefühl immer noch eine Belästigung ist. Und erst wenn man diesen Zustand des völligen Gleichmuts erreicht hat, dann braucht man kein Wohlgefühl mehr. Man ist nicht drunter geblieben, sondern man ist darüber hinausgegangen. Und das ist die Botschaft, die der Buddha immer nennt. Geht über das banale, alltägliche, vordergründige. Brüchige geht hinaus. Und das letzte Hinausgehen, damit bin ich am Ende, das letzte Hinausgehen ist nur dann möglich, wenn in diesem tiefen Zustand der geistigen Sammlung Weisheit aufgeht. Nicht? Wenn der Geist auf einmal sieht, wie die Realität tatsächlich ist. Und das, was eben als Bruch zu bezeichnen ist, auch als Bruch erkennt und damit auch sein lassen kann. Das wäre so im Schweinsgalopp jetzt das, was da angedeutet ist und in diesem Text an einem Punkt mal exemplarisch beschrieben ist. Ja, ich muss sagen, du sagtest ja, ich weiß nicht, ob das bei mir so nur so angekommen ist, deswegen nochmal so eine allgemeine Frage hier. In diesem Jhana-Zustand, dass du weder hörst noch siehst, noch also von den fünf Sinnen abgeschieden bist, von den fünf Sinnen. Äußeren Sinnen. Äußeren Sinnen, ja. Das heißt, du hörst nichts, du siehst nichts. Jetzt gibt es eine andere Interpretation, und zwar, hier steht auch, nur von abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von Sinnesbegehren. Jetzt gibt es eine andere Interpretation mit einer anderen Meditationsart, und die sagt, dass es zwei unterschiedliche Jhana-Zustände gibt. Einmal den Jhana-Zustand, den man mit einem konzentrierten Geist erreicht, dann ist man abgeschieden. Dann hört man, sieht man, schmeckt man, riecht, tastet man nichts mehr. Dann der andere, wo man eben den Geist, wo das Meditationsobjekt, der Atem oder das Metta oder Gehen, Stehen, Sitzen, nur als Heimbasis sozusagen als fungiert, wo der Geist immer wieder zurückkommt, wird abgelenkt und man relaxt diese Ablenkung und kommt wieder zurück. Wenn man mit dieser Meditationsmethode vorgeht,
erfährt man auch einen anderen Jhana-Zustand, wo man noch hört, sieht, riecht, schmeckt, aber ohne emotionalen Anteil. Das heißt, man sitzt da, man hat noch Vitaka Vichara, zum Beispiel dieses, was ist das, das ist das. Das ist auch eine andere Übersetzung. Das heißt, das Erkennen ist noch da. Man hört was, aber der emotionale Anteil daran ist weg. Es sind zwei unterschiedliche Sachen. Das heißt, hieraus sieht man ja auch, dass es abgeschieden von Sinnesbegehren und nicht Sinneseindrücken steht. Deswegen würde ich nicht sagen, dass man da nicht mehr hört, sieht, riecht, schmeckt, sondern man sagt ja auch, die ersten vier Jhanas in dieser Interpretation, da wird der emotionale Anteil immer weiter reduziert, bis er nicht mehr da ist, sozusagen. Und die weiteren drei, vier Stufen, das sind aber keine Jhanas mehr, die nennt man Ajhanas oder Asanas. Ajhanas. Das ist Erleben unendlichen Raumes, dann Erleben von nichts, dann weder Wahrnehmung noch Nicht-Wahrnehmung und dann Nirodha Samapatti. Das ist der Zustand, wo man kein Bewusstsein drin hat, sondern erst wenn man wieder rauskommt aus diesem Zustand, dann die abhängige Entstehung sozusagen von hinten auf wahrnimmt. Diese vier, die letzten, die Ajhanas oder Asanas, ich weiß es nicht mehr genau, den Pali-Begriff dazu, da reduziert sich das Denken sozusagen, dieser reine Gedanken, die Gedanken selbst, immer weiter, die subtil noch vorher da waren. Also ich verstehe, was du sagst. Das wird sehr speziell, deshalb muss ich so ein bisschen kurz machen. Chitta Mano. Zuerst wird Chitta weiter reduziert in den ersten vier Jhanas, bis es nicht mehr da ist, und dann bleibt noch Mano. Verstehe, was du sagst. Ja, ich will dir eine Antwort geben. Also der erste Punkt ist, dass man unterscheiden muss zwischen den Jhanas und dem, was man Samadhi nennt. Der Buddha ist ja immer in einem Zustand von Samadhi gewesen, das heißt einem Zustand der Sammlung, obwohl er mit Menschen gesprochen hat, mit Weltdingen unterwegs war, auch sinnliche Eindrücke hatte. Das ist das, was du zu zweit beschrieben hast, dass man einen inneren Zustand erreicht, ohne emotionale Gerissenheit und trotzdem Sinneswahrnehmung hat. Das ist der Zustand von Samadhi. Und eine besondere Art von Samadhi, das sind die Jhanas, wo man über diesen Zustand noch hinausgeht und auch die Sinne, die äußeren Sinne schließt. Und das ist ja gar nichts buddhistisch Spezifisches, das ist ja etwas, was alle Religionen als ihre mystischen Traditionen verstehen. Und Myein im Griechischen heißt ja verschließen. Und was verschließt man denn? Die äußeren Sinne. Nicht? Also diese inneren Zustände der Sammlung jenseits sinnlicher Wahrnehmung kennen auch andere Traditionen. Ist aber ein Spezialfeld in dem großen Feld von Samadhi, der emotionalen Unabhängigkeit von den Dingen. Und was du zum Schluss gesagt hast, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle, nämlich eine Art von Meditation der Formfreiheit. Ja, die werden manchmal Arupas genannt. Also wo es nochmal um Meditationsformen geht, die nur noch geistig sind, wo nur noch sozusagen die Grundstrukturen des Geistes analysiert werden, sprich die Unendlichkeit des Raumes, Unendlichkeit der Zeit etc. etc. Aber ich will das nicht vertiefen, weil das sehr speziell ist. Du verstehst das, weil du dich, weiß ich, 20 Jahre damit beschäftigt hast. Ich glaube, alle anderen, für die wäre das eher jetzt ein bisschen zu viel. Ja, ist mein Eindruck. Der Wolfgang hatte sich gemeldet. Eine kleine Spezialfrage. Diese Geschichte mit dem Einigen des Herzens als fünfte Merkmal des ersten Jhanas, das habe ich hier in diesem Text irgendwie nicht auslesen können. Ja, weil dieser Text so ein Text ist, kurz, 20 Zeilen,
aber der Buddha an vielen anderen Ecken dieses nur ausführlicher sagt. Ja, das ist einfach Fakt. Wir haben in der gedrängten Zeit immer, wir haben immer nur die Möglichkeit, das eine oder andere mal anzutippen, und ich gebe dann immer noch ergänzende Informationen dazu. Ja. Aber hast recht. In dem Text ist die Betrachtung etwas beschränkter noch als das, was wir jetzt gemacht haben. Und dieser Aspekt Einheit des Herzens geht sozusagen durch. Das ist eine durchgängige Kategorie, die immer da ist. Ja. Das ist doch das, was Ikalata heißt. Ikagata, ja. Und das ist doch, das bezieht sich, kann sich doch auf verschiedene Objekte beziehen, oder nicht? Ja, hier ist es auf Citta bezogen, also das, was wir Herz oder Inneres nennen. Ne? Kann sich das auch auf Atem, Körper, Metta, andere Meditationsobjekte beziehen, oder? Das ist was anderes. Das ist dann, wenn die Achtsamkeit auf etwas bezogen ist. Ja? Es wird dann, ja, wir werden das manchmal genannt, Einspitzigkeit der Achtsamkeit oder so, Einspitzigkeit des Geistes. Das geht so in die Richtung. Ja. Gibt es was Einfacheres noch? Zur Abwechslung eine einfache Frage. Ich habe eine Frage, was du jetzt gerade vorhin gesagt hast. Irgendwie kannst du das an einem Beispiel des Goldläuterns irgendwie vom groben Stein dann bis zum Goldläutern nochmal ein bisschen interpretieren? Bisschen was Einfaches. Ist was Einfaches, dauert auch nur bis 8, wird es dauern. Ja? Ja, ist kein Problem, wir haben doch Zeit. Es muss nur. Nee, dass man das einfach vom groben Zug, vom Stein, raus aus dem Fluss und dann, bis man dann zum feineren Raum, den dieses Gleiche ist ein bisschen anschaulicher, wie das, was wir jetzt. Ja, das ist wohl wahr, es muss nur jemand dem Uwe sagen, dass wir nicht kommen um 6. Aber Spaß beiseite, das kann man ja in kurzen Worten umreißen, um was es geht. Also Jürgen spielt an auf eine Belehrung, die der Buddha irgendwo im, also sich an Anguttara Nikaya gegeben hat, wo er diesen Entwicklungsprozess, sprich Läuterungsprozess näher beschreibt. Da sagt er im Kern, das ist ungefähr so, wie wenn jemand an den Fluss geht und da mit seiner Schaufel und Worfel da nach Gold sucht. Und das Erste, was er macht, er schöpft sich dieses, ja, wie nennt man das? Diese Steine. Ja, nee, das Gefäß. Die Schüssel, eine Schüssel. Nennen wir es mal Schüssel, ja. Er macht diese Schüssel erstmal voll von dem, was in diesem Bachbett oder in diesem Flussbett ist. So, und dann fängt er an, der will ja Gold. Und dann fängt er an, dass er erstmal die groben Steine wegtut. Alles, was so grob ist an Granit und weiß der Teufel was, weg damit, weg damit, weg damit. Und was bleibt dann übrig? Ja, so kleinere Steinchen noch, so Kies und so Kleinkram, kommt das raus. Ja? Ja, was bleibt dann übrig? Dann bleibt der Sand übrig. Ist noch lange nicht am Gold. So, und dann, wenn du da immer mehr guckst, den Sand, den Goldsand wegtut, dann irgendwann glitzert's mal. Ja? Dann merkt er mal, ach, guck mal, das ist was leuchtet. Und das ist der Hinweis auf das Innere. Das ist ja was leuchtet. Alles Äußere der Welt ist ja nur Sand und Stein. So, und dann sucht er da in diesen vielen äußeren Dingen, sucht er die einzelnen Goldkörnchen. Und am Ende hat er nur noch ein kleines bisschen Goldkörnchen übrig. Alles Äußere ist dann weg. Aber dann ist der Prozess noch nicht zu Ende. Denn mit so kleinen Goldkörnchen kannst du nichts anfangen, außer dass du sie anguckst oder auf die Bank bringst. Und dann wäre der nächste Aspekt, dass dieses Gold, diese Einzelteile, dass die eingeschmolzen werden, dass das was Ganzes wird. Das ist der Aspekt Samadhi, ja? Dieses Einswerden, dieses Ganzwerden, über das wir gesprochen haben. Und wenn das geschehen ist, dann guckt sich der Goldschmied dann das an und sagt, ja, das ist ja noch nicht rein, das ist zwar Gold, ein Gold,
Klumpen, aber es sind ja noch verschiedene Einschlüsse drin. Es ist nicht reines Gold, es muss auch noch raus. Also wird das Gold dann nochmal eingeschmolzen. Ich kann euch die einzelnen Techniken der euch jetzt nicht vorführen. Und dann nochmal betrachtet und beträufelt und hin und her und vor und zurück. Das heißt, es werden dann die verschiedenen meditativen Formen angewendet, um das eins gewordene Herz jetzt noch von den Verunreinigungen zu läutern. Und wenn das geschehen ist, wenn das reines Gold ist, dann sagt der Buddha, dann kann der Goldschmied alles mitmachen, was er will. Er kann jedes Schmuckstück daraus fertigen. Und das ist eine Analogie, um zu zeigen, wie durch diesen Wandlungsprozess, der zunächst sich im äußeren, groberen bewegt, hin zu diesen inneren Umgestaltungen des eigenen Herzens führt. Und wenn das so weit ist, kann man machen, was man will. Das heißt, dann ist man wirklich frei. Ja? Also in groben Worten jetzt. Danke. Ja, dann hätten wir es. Nee, ja, wir haben es, glaube ich. Oder gibt es noch eine Frage? Du hattest noch Fragen an uns. Ja, das war nur zur Erleichterung, wenn man überlegt, was soll ich denn jetzt mit dem Schwarzgedruckten da? Dass wenigstens mal so ein Hinweis ist, ja, die erste Frage oder die zweite hilft gleich ein bisschen auf die Spur. Ihr könnt mir das ja alles aufschreiben. Ja, vielleicht machen wir das so. Ihr nehmt euch ein weißes Blatt Papier heute Abend und schreibt alle diese Fragen auf. Nein, die Antworten auf. Ich sehe, ihr seid begeistert. So sind sie. So sind sie, die jungen Menschen. Gut, dann machen wir 5 Minuten Stille jetzt. Und dann gibt es die Chance, entweder ihr meditiert noch bis 6. Oder aber ihr nutzt die freie Zeit, um euch die Beine zu vertreten und den Kopf ein bisschen leer zu machen.